Ich begrüße Sie herzlich bei ADR Tele. Für das parlamentarische Rentree sind wir nächstes Mal in einer neuen Sendung für euch da. Und hier sind Titel von dieser Emission. An der Affäre Gartenhäuschen ist auch die Emission von der Umweltministerin Carol Diesbusch nicht mehr auszuschließen, dass man dem CSV an der Chambre neue Revelationen gemacht hat. Wie der DDR dazu steht, sehen wir gleich. Weitermachen am Platz weitermachen. Das war die dachspezielle Überschrift vom Staatsminister seiner sechsten Rede zur Lärfen der Nation. Wir gehen darüber an, also für was die für die DDR das Kehr lamentabel war, und präsentieren ihr als Sicht über die Nation. Die letzte große Klimamanie von der Stadt war der 27. September. Die Jungmanifestanten sind von Vertretern aus der Zivilgesellschaft unterstützt gehen, wie ein aktiver Lisses-Prof zu der Friday for Future-Bewegung steht, sehen wir gleich. Mit die schlechteste Rede zur Lärfen der Nation, die je gehalten ging, zinter der Gaston Thorn, bloß Staatsminister, der so wichtigen Exerzis an den 70er Jahren zu Lützburg angefordert hat, dat wie TP an der Regierung war. Die Kritik wurde in alle Fall mit DAX hören, nachdem Xavier Büttel seine Rede des 8. Oktober am Chamberplenum zum Besten ging. Dabei war der größte Fehler vom Premier den, dass hier den dringendsten Problem vom Land quasi ausgeklammert wird. Die immer mehr akute Wohnungsproblematik am Land war dem Staatsminister nimm eine knappe Satz wert. Die Logementsproblematik ist nicht gelesen an die verschiedenen Initiativen. Den Effort von Staat und von Gemengen, den am Gang ist, fällt mehr wie pur Paragraphen an mengeriert an ein paar Minuten von ihrer Aufmerksamkeit. Ich lese mich dafür bewusst von dem Modell. Fakt das? Zinter Gambia 2013 und der Murschdas sind Logementspreise um bald 50% an die Lut gegangen. Den Herr Büttel hat bei seiner Regierungserklärung 2013 gesagt, für das Problem vom Logement beizukommen, hat diese Regierung sich viel geholt. Klar ist aber, dass wir uns von dieser Politik einen neuen Schwung an der Logementspolitik erwarten. Herr Präsident, wenn ich nur gucke, was die neue Regierung dann an dem Schwung da fertig gebracht hat, dann muss ich sagen, der einzige Schwung, den wir in den 6. Jahren erlebt haben, das war eine Rekorderhöhung von den Preisen am Logement. Es sieht, dass wir nach dem zweiten Schwung daneben setzen, nämlich dass wir in 6 Jahren 4 Ministerin vom Logement hatten. Auch das als ein Schwung, der beweist, wie wichtig das Regierung ist. Dass die Sozialprobleme von vielen Menschen am Land immer mehr groß gehen und mittlerweile knapp 20% von der Population unter Armutsgrenze leben, war dem Premier kein piepsches Wort wert. Ein Staatsminister kann sich nicht davon lesen, wie er in der Chambre über die Probleme vom Land an der Leute zu schwätzen. Hier kann sich just von seiner Funktion als Staatsminister lesen. Und dass wir das Beste was dem Land kann geschehen, wenn hier an seine Regierung geben zurückziehen, sich geben demissionieren, an den Weg freimachen für die Neuwahlen. Weil nach, ja, wir lachen, viel Leute am Land lachen nicht drüber, die können den Tag nicht erwarten für das Regierung. Weil nach vier Jahren, Gambia, Herr Präsident, können wir uns einfach nicht mehr lesen. Anderen Thema, der gefehlt hat, war der Lützebäuer Spruch, der hier Wichtigkeit gibt, von der Regierung nicht unerkannt. Dabei wäre der wichtigste Integrationsfaktor, den dazu beiträgt, dass es nicht zu Parallelgesellschaften am Land kommt. Für die vielen Kulturen, alle Räte, die wir am Land haben, da muss ein gemeinsamer Nenner gehen. Und auf der Achse sollen wir uns allmenschlich umfangen. Und das ist nicht mehr ein Spruch. Und die soll auch zurückbehalten gehen. Aber wenn das als Basis zurückbehalten geht von der Integration, dann ist der friedlichste Madeleine am Land an dieser Achse garantiert. Weiter nach dem Dossier von der sogenannten geheimen Kase verfolgen ist, wäre nicht akzeptabel und absolut nicht am Sinn von den Datenschutzbestimmungen. Wir haben klipp und klar eine systematische Missachtung vom Gesetz. Ein Minister ist nicht responsabel, wenn der Kanzler mischt. Man ist responsabel, wenn der Kanzler gemerkt hat, er weiß an und er hält nicht. Und gerade wenn ein dritter Pouvoir, Justiz, die Gesetze nicht anhält, dann ist das
für das Land und für das Volk eine extrem grave Situation. Und da muss unabhängig von richtigem Erwischen noch besseren sofort etwas geschehen. Und ich bin froh, dass der Minister Bausch an der letzten Kommissionssitzung auch der Tod als Kanzler geholt hat. Es gibt Missbrauch, es gibt Violation vom Gesetz und da muss Schluss sein. So nicht mehr. Wir bleiben an der Chambre. Am Kader von der Affäre Gardenhäuschen hat der Umweltminister Carol Diesburg ein Donnerstag am Plenum eine Deklaration gemacht. Die CSV-Opposition an der Person von Michel Wolter hat neue Dokumente und Fotos vorgelegt, die beweisen sollen, dass der Minister sich nicht korrekt verhalten hat. Das Pjessen hat den Deputierten und der Parke weitergehen. Am Fall, wo sich das Reproche konfirmieren, müsste der RDR noch den Minister demissionieren. Carol Diesburg ist am Kader von ihrer Deklaration auf der Chamberbühne nicht ganz überzeugend rübergekommen. So viel steht fest. An diesem Fall aber, vom Gardenhäuschen, habe ich für maximal Transparenz gesucht und schon mit Akkord vom Betroffenen mehr Informationen öffentlich gemacht, wie das Gesetz vorgesehen wird. CSV hat dagegen den Rücktritt von der Umweltministerin gefordert. Das Minister hat am Dossier Umweltskandal Gardenhäuschen an Eisenhahn auf der ganzen Linie versucht. Prozedural, legal und politisch. Für ihr geringe Vorden zieht sich der Favoritismus von einem Parteikollege durch den Dossier. Ein großer Skandal an einem Naturschutzgebiet sollte vertuscht gehen. Von wem auch immer, ein kleiner Skandal rund um ein Gardenhäuschen nicht in die Öffentlichkeit kommen, weil es nicht der richtige Moment dafür war. Die, Madame, Ihr Minister und Ihre Verwaltung hat passiv und verschiedene aktiv darunter mit geschafft. Wie hat er so schön gesagt, es konnte ja nicht wissen, dass das politisch ging ausgeschlossen ging. Dafür ging ich bitten, selber zu agieren und dieselben Konsequenzen zu ziehen, wie Ihre Parteikollege das gemacht hat. Am Ende von der Kredibilität von der Politik. Der ADR noch sind die Gring als Regierungspartei immer mehr kredibel. Ich will aber so, dass ich prinzipiell bei der Gringer Partei mitziehe. Dass ausgerechnet die Partei, die aus der Welt immer in der Nuss hält, immer für uns anhält, wo der Welt, dass die ein lange Licht hat, wo selber schweren Angriff an die Natur. Ein unendlich. Den Tramshop, das Footballstadion, Beam, die Wäschgemerke kaufen, um Glacier, auf andere Plätzen. An eurem Studio begrüßen ich unseren ADR-Deputierten Ferner Kartäuser. Neue Revelationen also von der CSV am Dossier Gardenhäuschen, sodass den Lokan von einer Affäre Diesburg Traversini schwätzen oder Traversini Diesburg. Ne? Und ja, da fragen wir den Ferner direkt, werdet eigentlich nur präzise an dieser quasi neue Affäre geht. Ja, ich meine, hier sind ein paar Grundprinzipien von unserem Staat, die im Spiel stehen. Wir haben hier einen Fall, wo wahrscheinlich Favoritismus oder Nepotismus, Vetternwirtschaft am Spiel ist. So sieht es am Blick aus, dass hier ein Mensch, weil er der Parteikollege ist, favorisiert ging als gegenüber einer Situation, die einer Leute auch gingen, gleich erleben, weil sie ein Dossier und ein Umweltminister richten, aber nicht gegen selbst behandelt gehen. Das Prinzip, das Grundprinzip von der Egalität des Citoyens devant la loi scheint hier verletzt zu sein. Wir wollen Hygiene in der Politik, wir wollen selbst nicht abkommen lassen, wir wollen nicht, dass wir beim George Orwell all animals are equal, but some are more equal than others, das wollen wir nicht. Wir hätten gerne, dass das Gefühl von Gerechtigkeit für der neuen Gesellschaft muss bestehen, kredibel an der Politik vertreten, dann ist Mengen, dass man dann die Spurstadt am Blick einfach nicht mehr kann. Ja, dafür, ich meine, das interessiert im Moment die Frieden am Land. Wie probabel ist denn nur den Rücktritt von der Umweltministerin? Also, Madame Diesburg, durch hier behüllen an dieser Affäre, als für die Regierung ein deutlich Gewicht gehen. Ich meine, es ist schwer, sie kurzfristig zu ersetzen. Ich glaube nicht darum, dass sie an der Politik noch lange halten kann. Wir haben eine Enquete von der Justiz, das wissen sie noch nicht, was da rauskommt. Es ist einfach so, dass eine pro forma Solidarität am Blick existiert in der Regierungskoalition. Ich meine, es weiß jeder, dass Madame Diesburg kein starker Member mehr von der Regierung ist, mehr, dass sie ungeschlagen ist und dass es sicher gut wäre für sie und ich meine für die ganze Regierung, also auch für die Politik hier im Land, wenn sie gegen den Schritt machen und noch zurücktreten. Mhm. Nach just eine letzte Frage. Wie sind denn die Einzelpositionen von den anderen Parteien an der Chambre?
Ja, also ich meine, CSV und ADR sind die zwei Parteien, die ganz aktiv den Dossier verfolgt haben, und auch die neuen, die direkt an Spielbruch tun, wenn man am Diesbruch. Dann haben wir die Regierungsparteien, die ganz schwere Argumente haben, wie sie zu verdedigen. Die DP spielt immer die Karte für die Justiz. Sie sieht, man hat ja eine Enquete judiziaire, also solange eine Enquete judiziaire lebt, soll die Chamber nicht mehr für Zeit zu gewinnen. Aber die Chamber hat hier eine Rolle an dieser Sache. Die Chamber soll die Kontrollpolitik von der Regierung assurieren. Und das nicht, weil die Justiz am Blick die Penalfaktoren in der Sicht, dass wir entbunden wären von der politischen Kontrolle. Interessant ist auch, dass der LSAP sieht, wir haben keine kriminelle Energie bei der Madame Diesbosch festgestellt. Ich meine, wir sind schon weit in diesem Land, wenn wir in einer Situation sind, dass wir so, wir haben nicht genug kriminelle Energie bei einem Minister fand. Ich meine, wenn ich schon so über einen Minister schwätze, dann ist es noch Zeit, ich will zurückzutreten. Ein vierter für Gartenhäuschen auch nochmal lokal zu belichten. Dafür begrüßen ich den Thun Melchior. Hier, das ist ein langjähriger ADR-Member von der Deverdinger-Sektion. Moin, Thun. Moin, da. Gut, was kannst du als Lohnecke wirklich aus Deverdinger-Sicht so zu dieser Affäre, vielleicht auch, weil du noch nicht so breit getrippelt gehst, an der Presse oder noch gar nicht gewusst hast? Ja, das nicht nur ein Lenk Gartenhäuschen. Wir haben nicht gewusst, dass das ein letztes Jahr den Hirscht, ein das Haus geübt wird, der Busch von 30 R wegmachen gelassen wird. Und da haben wir das Häuschen an der Zone Natura 2000 ein Keras zu bauen. Und ihr seht ja auch, ihr habt das nicht gewusst, dass das Natura 2000 Zone ist. Das kann nicht sein, weil die Natura 2000 schon lange ausgezeichnet das. Prinzenbirsch. Der Prinzenbirsch, ja. Und dann müsst, als Bürgermeister müsst ihr das wissen. Und dann wird nun gefangen, wo ein Haus geübt hat, wird nun gefangen, in dem Gartenhaus zu schaffen, ohne Genehmigung. Dem Fürsten ist das abgefallen, den hat er gesteuert. Ihr müsst eine Genehmigung aufrufen. Und dann hat er auch vier Uhr gefahren, eine Parallelgenehmigung. Ungefroht. Mhm. Ein Punkt Naturschutz, als der Ex-Bürgermeister, der geringe Bürgermeister zu Deverding auch schon mal negativ abgefallen? Ja, das stimmt doch. Für ungefähr drei Jahre die wollten an einem Fullschutzgebiet die PAG umändern, für Bauterrasse zu kriegen, für eine kleine City zu bauen. Und da sind aber vom Mouvement Ecologique gesteuert. Ah ja, zum Glück, als wir hier gesteuert gehen, es soll auch mal merci für den Besuch am Studio tun und vielleicht bis dann noch hören. Es soll noch merci dann. Wie geht es weiter mit dem Natursit Schöttermareal um Kirchbirsch? Den 10 Hektar großen Areal mit raren Pflanzen und Deierenzuchten soll am Kader von einem Plan d'Aménagement Particulier zum Deal bebaut gehen. Ein paar hundert Wohnungen sollen hier entstehen. Ein Ritsch Anwohner haben im Verwaltungsgericht am Kader vom Städter PAG dagegen geklaut. Prozedur läuft nach. Fakt ist, der Umweltminister wird diese Sommer eine Autorisation rausgehen, für um Sit sogenannten Debroussaillage-Erbesten durchzuführen. Das hat man im Argument für den Lebensraum für die Schlingnatter zu verbessern, die laut Umweltminister geschützt und umgesiedelt muss gehen. Wir waren für ein paar Tage auf der Platz und haben festgestellt, dass dafür auch solche Scheibeben müssen durchleben und einfach umgehängt sind. Etwas wird schon außergewöhnlich ist. Hier handelt es sich für uns allem im Jahrzehnten Aal Birken. Einzel Anwohner fährten lo, dass der Umhang von der Beam in Wirklichkeit kaum etwas mit dem Schutz von der Schlingnatter zu tun hat, aber eher, dass es sich um eine Zucht vier Erbesten handelt, für auch schon eine Couloir umzulehnen, dass Kamionen bis auf die Schanze kommen. Rund 2500 Menschen waren am letzten Freitag vom September nicht auf der Straße, der am Kader von einer groß angekündigten Klimamanif. Unter dem Motto Youth Climate Luxemburg sind die größtenteils Jungleute, das können von Vertreter von Nichtregierungsorganisationen unterstützt gehen. Alle Guten wollen sie den Planet retten, und die Regierung geht obenheits darüber aufmerksam gemacht, dass Lösungen müssen gefunden gehen, für die Klimaziele zu erreichen. Auch der ist dafür, aber ohne eine Klimahysterie zu verfehlen und die Leute durch steuerliche Maßnahmen zu bestrafen. An am Studio begrüßen ich den Fred Kreub, der ist der ADR-Präsident vom Bezirk Süden.
Fred, du bist ja auch Geografie-Prof. Wie siehst du generell die Friday for Future-Bewegung? Aber hast du auch mal mit Schülern konfrontiert, die fehlen am Unterricht? Ja, ja, ja. Also ich will so prinzipiell von der Stadt, da muss ich so, und das ist ein Flutzer von Juncker, sich daheim von ihrem Kanapé loslassen, weil ihnen oft vorgeworfen wird, und dann bewegen sie sich auf die Straße, sie gehen manifestieren und sehen die auch, wenn ihnen nur guckt, sie sind optimistisch, sie gucken positiv an die Zukunft. Und das ist eigentlich etwas, was wir alle Guten sollen dann auch gut finden, egal im Wert, was es so geht. Aber was wir an der Schule bei uns haben, wir hatten zwei Manifestationen, wo die Schüler aufgerufen sind, für Mathe zu machen, für ein erstes Schuljahr, für ein für kurzes. Ich muss so bei uns am Lycée zuerst sind Busse kommen, für sich zu kommen, dann sind da ganz wenig dran gekommen. Der Tisch, das heißt, ich einfach trotzdem etwas für bei mir am Lycée und auch das, was ich von Profikollegen höre. Also die nicht an die Schule gehen, die gehen meistens auch nicht auf Manifestationen, die sitzen dann daheim. Kann ich vielleicht auch verstehen bei verschiedenen Jungen. Und der Tisch, das ist einfach nicht so, wie man gesagt hat, dass all die Jungen auf die Straße gehen. Ja, aber sind nicht einfach der Meinung, dass es noch mehr dringend Probleme gibt, wie den, unter Gimme, der ganze physische Menschen gemacht, den Klimawandel durch den CO2. Ich meine, du hast das auch vor kurzem in einem Rapport festgestellt, dass es mehr dringend Probleme gibt. Ne? Ja, da hast du noch ganz recht. Muss ich ja wissen, dass wir im Moment bei der Erde, wie wir sind, mit ganz vielen Leuten immer mehr als Biotope zerstören, als Natur, als Flora, als Fauna. Deren Zerstörung Erden, von unserem Ökosystem, kann die, so, voilà, ne? Die ausstirben an das, also auch zu Lützebüsch der Fall. Wir werden zu Lützebüsch keine Klimaänderung weder abhalten, nach aufhängen, nach wirklich weiter treiben mit das, was wir uns sollten machen, dass wir gucken, für hier im Land, als Biotope, als Ökosysteme zu schützen. An abzuhalten, ich meine, das hat man im Moment gesehen, die Parteien, die im Moment am Mucht sind, die 100, ja, die sollen auf der einen Seite, sie geben gerne etwas mehr für die Natur, auf der anderen Seite, geht aber hier im Land all der 2 Hektar zu betonieren. Also wir machen eine Politik, die nicht für die Natur ist, und da könnte man am Anfang schon etwas ändern, mehr als kleines Land, Lützebüsch, und das sollte man machen. Ja, hoffen wir, dass wir ich will etwas ändern, das sich etwas ändert, auch an der Hinsicht am Land. Also, merci dem Fred Lomo für den Besuch am Studio. Wir sehen uns bestimmt danke. Ja, merci. Voilà. Dann. Bis die nächste Mal. Auf hier ist die erste Emission am Kader von der Rentrée. Darf natürlich auch den ADR-Präsident nicht fehlen. Dafür begrüße ich ganz herzlich den ADR-Präsident. Das ist nochmal Jean Schoss. Moin Jean. Moin Dan, ich bin froh, dass ich bei der Heise für die Rentrée. Ja, und Rentrée, das ist für die ADR natürlich auch parlamentarisch Rentrée. Vor allem am Parlament, die neue Chambre-Session auslanciert. Und Jean, was siehst du am Anfang dazu? Was ist für dich auch noch, und auch sicher für viele Leute da draußen, für die ADR selber, einfach die wichtigste Sujet noch, für das Rentrée? Meine Damen, wir hatten ein Rentrée parlamentär mit allen unseren Membern des Nationalkomitees. Und das wichtigste Sujet, das sich herauskristallisiert hat, war das Wachstum, bedingt durch ein Mangel an Wohnraum, bedingt durch ein Mangel an Mobilität, bedingt durch den Zuzug von ganz vielen Leuten, all Jahre, die dazu feiern, dass es Infrastrukturen nicht mehr durchgehen, sodass das ein Hauptsujet war oder den Sujet eigentlich an der Partei war. Ja, lo interessiert uns nach wie, dass du aus dem medizinischen Bereich kennst, Jean professionell an Doktor. Was, wie sei denn du vielleicht ein Wusste? Mit was kann ich am Anfang wissen, du vielleicht ein bisschen eine Vision? Also, dat, wenn ich das vergleichen will mit diesem Wusstum oder mit der Lützeburger Situation, dann muss ich eigentlich sich Lützeburg vorstellen, wie ein Patient oder wie eine Person, die einen Angriff bei sich holen lassen will, weil sich etwas entwickelt, was sie selber nicht mehr kontrolliert. Und da schweizt sie mit einem Doktor, ich schweizt sie mit einem zweiten Doktor, den hat eine andere Idee, einem dritten, einem vierten, eventuell mit einem Nopa, mit einem Kine, mit einem Aptikter oder mit nach einer ganzen Helle Wulfuleit. Der Tee ist das, was wir brauchen für Lützburg, als
ein Debat über die Situation, wie wir sie heute haben, ein Debat, wo wir als Lützburg hinsteuern wollen, und schlussendlich aus dem Debat soll dann eine Lesung erwachsen, vielleicht nicht das, was den ersten Doktor vier geschlagen hat, sondern das, was den zweiten, den dritten oder ein Amalgam von denen drei sich dann ergibt als Lesung. Und darüber fanden wir als ADR, soll dann an einem Referendum aufgestimmt gehen, für einfach zu weisen, dass auch eine Majorität von den Lützeburger hinter dem WLA steht. Mhm. Und dann, also in der Politik, die einzelnen Jalons von dem W zu stellen, an das Land auch an die Richtung führen zu feiern. Dass wir eine Opinion von einer nachhaltigen Entwicklung für Lützeburg, ein Lützeburger W, die sicher nicht so sieht wie die von der Belgisch, von Frankreich oder von Deutschland. So aus dann. Andere, bleibt einfach zu hoffen, dass wir eine richtige Wurstumsdebatte logischerweise hier im Land kriegen. Das wäre wirklich wichtig, für das eben zu wissen, wie man in Zukunft soll weiter wussten. Es soll auch mal merci für den Besuch am Studio. Gerne geschehen. Ja, wir sehen uns bestimmt geschwinden hier auf dieser Platz. Immer gerne. Am September haben wir am Kader vom Nationalkomitee von der ADR die parlamentarische Rentrée präpariert. Die verschiedenen Themenfelder sind dabei festgelöst und mit dementsprechenden Zahlen untermauert. Bei der ADR aus dem Bezirk Osten werden 22. September ein Mailers, die hat auf ihr erste Hirschwanderung erweitert. Zum anderen auf der Gare, als ich getroffen bin, an der Nugung den Trüppeltour durch eine wunderschöne Stück Natur bei die sogenannten Traumschleife. An einem Chalet als ein Pause gemacht bin, mit einem guten Maufel und killen Getränks. Auf Invitation von den ADR-Frauen war der Großrabbiner Alain Nakash zu Besuch an der ADR-Fraktion und hat hier einen interessanten Vortrag gehalten. Thema war die aktuelle Situation von der jüdischen Gemeinschaft heute zu Lützburg. Dabei hat den Herrn Nakash unterstrichen, dass die Juden hier im Land gut integriert sind und ihre Situation besser ist wie in vielen anderen europäischen Ländern. Und los, wir sollen zum Schluss kommen. Wir weisen euch nach einem weiteren Beispiel, wie wenig die geringe Politik dazu beiträgt, dass die Natur hier im Land geschützt wird. Im August sind ein ganz Ritt schöne Platanen um Boulevard Roosevelt für den Aménagement von einer Velospiste geoffert gehen. Und los, und ich merci, dass ihr mit dabei wart. Am Kader von RDR Tele proposieren wir euch einmal den Mond eine neue Sendung, immer freitags um 7 Uhr am Dock, im Internet oder bei der RLU oder bei unserer Facebook-Seite. Zeig doch nicht, wann ihr wollt mitschaffen bei der ADR. Und gibt Mamba. Wir brauchen motiviert junge und edle Leute, die eine nachhaltige Politik für das Land wollen mitgestalten. Dafür melde ich. Das bei einer Partei, die nach einer ehrlichen Politik möchte, und nur beim Bierschau aus. Adi, bis nächstes Jahr.